So, wir gehen weiter und werden über, oder fangen mit nächste Kapitel an. Und zwar Kapitel 9. Punktmengen. So. Was werden wir in diesem Kapitel besprochen? Wir werden ein bisschen mit Mengen sich, wir werden Mengen untersuchen. So, ich werde in diesem Video werde ich ein paar Definitionen formulieren, auch was eine Abbildung ist, injektive, surjektive und so weiter. Und später werden wir uns mit Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit beschäftigen, dass ich solche Definition oder die Idee ist, dass wir haben endlich große Mengen, das sind Mengen, die endliche viele Elemente haben, aber dann gibt es auch natürlich Mengen, die unendlich groß sind, aber wir werden noch unterscheiden eigentlich, dass es gibt unendlich große Mengen, die aber unterschiedlich groß sind, und zwar wir werden nur mit zwei Typen sich beschäftigen, die abzählbar und überabzählbar. Aber das werde erst nächstes Mal kommen, im nächsten Video. So, ich fange erst mit ein bisschen Mengen, Bezeichnung. So, wir Punktmengen, wir überlegen immer, wir haben eine reelle Gerade, wir können das denken als unendliche Linie, und die Punkte, das sind natürlich die Zahlen. 1,3, irgendwo Pi, 0 ist hier und so weiter. Und es gibt etwas, was es gibt sogenannte Intervalle. So, Intervalle sind wirklich so kontinuierliche Teile von dieser, oder Teilmengen von dieser Menge R. Und wir haben schon vorher gesehen, eigentlich das war bei Bolzano-Weierstrass-Satz. Wir haben damals die abgeschlossenen Intervalle betrachtet. So, damit fange ich an. So, erst abgeschlossene Intervall, was das ist, wir haben zwei Zahlen gegeben, a und b. A ist immer die kleine, also sag mal, a ist hier und b ist hier. So, so wir definieren a, b. Solche Klammern auf alle Punkte in R, die sind a kleiner oder gleich x kleiner oder gleich b. So, insbesondere wenn zum Beispiel a gleich b ist, da wird dieser Intervall genau ein Punkt, und zwar a. Ja? Warum es abgeschlossen heißt, weil die Endpunkte sind auch da. Die zweite werden sogenannte offene Intervalle, und dann haben wir wieder a, okay, so, und dann für, ich werde das mit solchen Klammern in Forste sind folgende Symbole benutzen. Ich mag die nicht, aber so für mich, diese beiden werden das gleich, oder ich bin gewöhnt, die solche Bezeichnungen benutzen. So, das sind die Punkte wieder, die aber wirklich zwischen A und B liegen. Das heißt, die Endpunkte sind nicht da. Manchmal wird das so bezeichnet, dass wenn da solche Vollestpunkt gibt, das ist sogenannt, das ist dieser abgeschlossene Intervall. Und wenn wir so nehmen, das bedeutet, dass diese Endpunkte nicht da sind. So, als drittes können wir natürlich auch halboffene. Das sind genau solche, wo ein Teil liegt und ein Teil nicht. Das heißt zum Beispiel A, B abgeschlossen, das sind genau die Punkte, sodass A ist nicht da und B ist da. Und natürlich, man kann ähnlich definieren, was das hier ist. Da wird es so, dass A liegt, aber B liegt nicht. Wir kennen natürlich auch uneigentliche, also natürlich diese Intervalle, das sind immer beschränkte, das ist eine endliche Teil
der reelle Gerade und die uneigentliche so zum Beispiel a unendlich, das sind genau die Punkte in R, die sind einfach größer oder gleich als a und ähnlich solche, das ist x star größer und ähnlich können wir haben minus unendlich a und minus unendlich a abgeschlossen. So, ähnlich definiert, das hier werden Punkte x, die sind streng kleiner als a und hier sind Punkte, die sind kleiner oder gleich als a. So, das heißt, das sind wirklich solche, so zum Beispiel, falls das c ist, solche Intervall von hier bis unendlich, das wird auf c plus unendlich. So, hier haben wir solche Klammer, weil natürlich wir denken, dass die plus oder minus unendlich da nicht liegt. So, wir gehen weiter mit Definitionen und wir wollen die sogenannte injektive, surjektive und objektive Abbildungen. So, wir sollen erst sagen, was ist eine Abbildung? So sei f, seien x, y, zwei Mengen. Natürlich entweder endliche oder unendliche, ist egal. Und f zwischen x und y eine Abbildung. Was bedeutet Abbildung? So ein kleines Bild. Hier habe ich meine Menge x und hier habe ich meine Menge y. Ich kann denken, dass hier habe ich Punkte. Das kann sein natürlich eine reelle Gerade, aber das kann auch etwas anderes sein. Und Abbildung bedeutet, dass hier jeder Punkt x hier, so kleine x in große x, kriege ich irgendwelche Punkt y hier, das y ist f von x. Das heißt, Abbildung bedeutet, hier jedes Element in x kriege ich etwas in y. Ja? Und natürlich für jeden Punkt x kriege ich einen Punkt hier. So kann nicht passieren, dass ich manchmal hier gehe und irgendwo. Das heißt, man kann denken, aus jedem Punkt kommt ein Pfeil zum irgendwelchen Punkt hier. So, das ist eine Abbildung. Manchmal kann man sagen Funktion, aber Funktion wird meistens reserviert für Abbildungen auf reelle Gerade oder RN in höhere Dimensionen. Aber ja, in allgemein sagt man Abbildung. Oh, gut, so, ich habe gesagt, wir werden mit injektive, surjektive und bijektive Abbildungen oder werden die definieren. So, was das bedeutet? So, natürlich, wenn ich dieses Bild angucke, ich kann unterschiedliche Eigenschaften von dieser Abbildung F haben. So, die erste Eigenschaft ist, oder manchmal werden wir sogenannte Umkehrabbildung betrachten. Was ist Umkehrabbildung? Das bedeutet, wir wollen nicht zwischen x zum y gehen, aber wir wollen zurückgehen, von y zurück in x. Das heißt, wir wollen diese Pfeile in die umgekehrte Richtung haben. Aber natürlich, wir wissen, für jede x kriege ich genau eine y. Und das heißt, wenn ich auch zurückgehen möchte, dann muss ich wissen, dass für jede y gibt es nur ein U-Bild, ein Punkt, aus welchem bin ich gekommen. Das heißt, nichts passiert, dass ich aus zwei verschiedenen x ein gleiches y kriege. Und in allgemein, das kann natürlich passieren. Zum Beispiel, ich kann definieren, dass für alle Punkte hier kriege ich ein bestimmtes y, ein festes y. Und so, da kommen diese Definition, die Abbildung f zwischen x und y heißt injektiv, falls für jede x1 und x2 in x, die nicht gleich sind, gilt
dass fx1 und fx2 auch nicht gleich sind. Das heißt, das bedeutet, es kann nicht passieren, dass für zwei Elementen hier die Pfeile f kommen zum gleichen Punkt. Und eine Motivation dafür ist, dass wenn das so ist, wenn wir Injektivität haben, können wir auch sozusagen zurückgehen. Natürlich, wenn ich zurück möchte, kann ich sagen, okay, vielleicht gibt es Punkte, wo ich nie wirklich komme. So, es gibt einen Punkt y hier, zum welchen keine Pfeile kommt. Die alle Pfeile kommen nur hier. Und dann, wenn ich sage, okay, ich möchte zurückgehen, dann kann ich nicht sagen, wo soll, da es keinen Punkt gibt in x, wo ich, welche mir in y bringt, kann ich nicht zurückgehen auf diese y zurück, weil da keine Pfeile ist. Und da kommt diese zweite Definition, so die Abbildung heißt surjektiv falls für jede y in y es gibt ein x, so dass fx ist y. Das bedeutet, in jedem Punkt kommt eine Pfeile. Natürlich, es kann sein, dass wir haben eine Abbildung, die surjektiv, aber nicht injektiv. Das heißt, es kann sein, dass wir hier in alle Punkte kommen, aber vielleicht in manche Punkte kommen mehrere Pfeile. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen. Und letztens ist die Abbildung f heißt bijektiv, falls die injektiv und auch surjektiv ist. Das heißt, wenn wir beide Injektivität und Surjektivität haben, dann heißt das eine bijektive Abbildung oder eine Bijektion. Und was das bedeutet, Bijektion bedeutet, dass für jede x habe ich genau eine y. So. Das heißt, für jede y hier gibt es genau eine x hier als Vorbild. Das heißt, für jede y in y gibt es genau eine x in x, sodass f von x ist y. Das heißt, in jede y kommt gerade eine Pfeile rein. Und das bedeutet, warum heißt das bijektiv? Weil das heißt, wenn ich denke, diese Pfeile sind wie Freundschaften, das heißt, jeder Punkt hier hat genau einen Freund hier. Nicht nur und nicht nur zwei, sondern genau eins. So, wir machen ein paar Beispiele. So, da wir mit reellen Geraden angefangen haben, okay, vielleicht bevor mache ich noch solche Bezeichnung. Natürlich mit R werden wir die Menge von reellen Zahlen bezeichnen. Mit R plus sind einfach die positive Reelle, das sind die reellen Zahlen, die 0 oder größer als 0 ist, oder man kann das auch schreiben als R Schnitt mit ich werde das so lassen. Und letztens, Foster definiert auch R Stern als die reellen Zahlen, die nicht 0 sind. Ich bin nicht wirklich dafür gewöhnt. So, es kann sein, dass ich werde das nicht benutzen oder nicht so oft. So, Beispiele von, das ist 9.1, Beispiele von Abbildungen. So ein war zum Beispiel, wir nehmen f zwischen r plus in r plus. Und zwar für x kriegen wir fx, welche als x plus 1 definiert ist. So, wir können jetzt untersuchen, ob diese Anbildung injektiv oder surjektiv oder so ist. So, erst natürlich die Frage ist, ob es wohl definiert ist. Ob ich für jede R plus das machen darf und ob ich auch wieder R plus kriege, aber das ist klar. Für jede positive reelle Zahl kann ich x plus 1 berechnen, das kann ich machen.
Und falls x nicht negativ war, wird x plus 1 auch nicht negativ. So, das stimmt, es ist zwischen r plus und r plus. Und jetzt die Frage ist, ob das injektiv ist. Man kann erst überlegen, was passiert und kann vielleicht raten, ob das ist oder so. So, es ist. Aber wie kann man das beweisen? So, ich gehe zurück zur Definition. Was bedeutet injektiv? Ich frage mich, ob das passieren kann, dass es, so, ich habe das hier, dass für jede zwei unterschiedliche Punkte habe ich unterschiedliche Werte. Wenn ich das negiere, wenn ich zurückgehe, ich kann das formulieren als folgendes. Wenn ich nehme x1 und x2, sodass die Werte gleich sind, dann müssen die Punkte auch gleich sein. So, ich nehme ein x1, x2 in R plus, sodass fx1 ist gleich fx2. Und ich möchte zeigen, um Injektivität zu zeigen, ich möchte zeigen, dass die x1 und x2 gleich sind. Aber was das hier bedeutet, nach Definition, das hier ist x1 plus 1, das hier ist x2 plus 1. So, ich kann natürlich jetzt von beiden Seiten 1 subtrahieren. Und das heißt, ich habe x1 ist gleich x2. Genau. So, das bedeutet, das ist injektiv. Aber man kann das gleich sehen, dass das hier, wenn ich einfach für x gehe ich ein rechts, kann nicht passieren, dass ich von zwei unterschiedlichen Punkten anfange, gehe ich von beiden nach eins nach rechts und kriege ich die gleiche Punkt. Das kann nicht passieren. Jetzt die Frage ist, ob das surjektiv ist. So, das bedeutet, für jede Element hier finden wir x, welche wir. So, die Behauptung ist nein, es ist nicht surjektiv und man kann da sehen, warum. Weil was wir machen ist, wir fangen mit 0 unendlich und wir werden alles nach rechts schieben. So, wir kriegen 1 bis unendlich. So, man kann das zeigen, so nicht. Und warum? Zum Beispiel, es existiert nicht x aus R plus mit f von x gleich 0. Warum? Weil wir wissen, falls es so wäre, dann wäre diese x gleich minus 1. Aber minus 1 liegt nicht in R plus. So, das heißt, sonst wäre x gleich minus 1, aber das liegt nicht in R plus. So, da sehen wir, das ist nicht surjektiv. Ich mache ein anderes Beispiel, und zwar, das war x minus 1 hoch Quadrat, so gx. X minus 1 hoch Quadrat, wieder geht zwischen R plus und R plus. Eine wichtige Bemerkung, es ist natürlich sehr wichtig, mit welchen Mengen wir arbeiten. Zum Beispiel, falls wir f auf R definieren, und das können wir natürlich machen, in dem Fall wir diese f zwischen n und r gehen, und dann wird es nicht nur injektiv, sondern es wird auch surjektiv. Das könnt ihr als kleine einfache Überlegung machen. Das heißt, es ist hier super wichtig, auf welche Mengen wir das betrachten, weil das kann passieren, dass auf manche Mengen die Abbildung surjektiv oder injektiv ist, aber auf andere Mengen nicht mehr. So, wir betrachten jetzt folgende Abbildung, x minus 1 hoch Quadrat, oder x minus 1 Quadrat, und wir fragen uns, wie ist es mit der Injektivität zur Injektivität. So, die erste Behauptung ist, dass es ist nicht injektiv. Und um zeigen, dass es ist nicht injektiv, es reicht zu zeigen zwei Punkte, x1 und x2, die nicht gleich sind, aber die haben gleiche Bild. Das heißt, was soll ich nehmen? So, ich nehme einfach 0 und 2. Da f von 0, was ist f von 0? Das ist 0 minus 1 Quadrat, das ist 1. Und das kann man schreiben als 2 minus 1 Quadrat. Das ist f von 2. Warum ist es so? Man kann ein bisschen überlegen, wie es aussieht. Hier ist 1 und unser Graph sieht ein bisschen so aus. Ja? So, es reicht zu finden zwei Punkte, sodass die Werte in diesen Punkten das gleiche ist. Ja? So, das ist. Jetzt die Frage ist, ob das surjektiv ist.
Das heißt, ob wir alle R plus Werte kriegen und das gilt. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss für jede Y aus R plus ein X finden. Es muss nicht eindeutige X sein, sodass G von X ist Y. So, wir machen das. So, was ist G von X? Das heißt, wir sollen X minus 1 Quadrat gleich Y lösen. Aber Y ist nicht negativ, deshalb wissen wir dürfen Wurzel nehmen und wir kriegen X minus 1 ist zweite Wurzel von Y. Das bedeutet, X nehmen wir einfach Wurzel von Y plus 1. Und das heißt, für jede nicht negative Y finden wir ein X, sodass G von X ist Y, das heißt, es ist eine surjektive Abbildung. Letzte, so I ist nicht injektiv, aber subjektiv. Jetzt ein letztes Beispiel von Phi. Und das wird noch mehr interessant. Das geht zwischen R und minus 1, 1. Das heißt, wir sehen, R ist die unendliche Gerade und minus 1, 1 ist ein kleines Intervall, welches so definiert ist. Phi von x wird x durch 1 plus Betrag von x. Zuerst, wir müssen jetzt überlegen, ob das wohl definiert ist. Ob das wirklich gilt, für jede x kann ich das berechnen und was ich kriege, wird in diesem Intervall liegen. So, erst, ob ich das machen darf, ob ich das berechnen kann, für jede x, okay, x kann ich berechnen, Betrag von x kann ich berechnen. Einzige Problem hier sein kann, dass diese Nenne wird gleich 0. Aber das sehen wir, das kann nicht passieren, weil 1 plus Betrag von x ist immer mindestens 1. Das heißt, es wird nie 0 gleich, so das ist wohl definiert. Und jetzt die Frage ist, ob das eigentlich auch hier landet. So, ob für beliebige x, so Frage, gilt es, dass phi von x ist kleiner als 1. Das ist genau das hier. So, wir gucken, was das bedeutet. Das ist x durch 1 plus x. Betrag kleiner als 1, das sagen wir. Ich kann diesen Betrag einfach reinnehmen. Das ist nicht negativ, das heißt, ich, oder positiv, ich kann damit multiplizieren und wir landen mit solcher Gleichung und das ist äquivalent 0 kleiner als 1, was gibt. Gut, das heißt, wir haben gezeigt, ja, eigentlich diese Phi geht genau in diesen Intervall. Und jetzt können wir immer wieder fragen, wie ist es mit Injektivität und Surjektivität. So, ist diese Abbildung injektiv? So, um das zu zeigen, wir brauchen Folgendes. So, die Frage ist, falls wir wussten, dass für x1 ist gleich x2, davon lernen wir, dass x1 und x2 gleich sind. So, die Frage ist, ob das impliziert, dass x1 ist gleich x2. So, natürlich, falls das so ist, sehen wir, dass die beiden x1 und x2 sind entweder beide positiv oder beide negativ oder beide 0. Ja? So, weil wenn eine negativ und eine positiv ist, dann das hier wird negativ und das wird positiv, das heißt, die können nicht gleich sein. So, ohne Beschränkung Allgemeinheit nehme ich an, dass die beide positiv sind. Insbesondere darf ich das mit Beträgen betrachten, weil das, falls die positiv sind, das ist das Gleiche. Und so, ich habe das jetzt geändert, so diese Implikation gilt nicht. Und jetzt werde ich mit das hier multiplizieren, so ich lande mit x1 mal, die sind beide größer als 0, mal 1, 1 plus Betrag von x2 ist gleich x2, 1 plus Betrag von x1. Und wenn ich das, ich sehe das hier, ist das gleich wie dieses Produkt. So, ich lande mit x1 gleich x2, aber da die beide positiv waren, das bedeutet x1 ist gleich x2. Das heißt, wir sehen, dass das ist eigentlich injektiv. Was ein bisschen interessant ist, weil was das bedeutet, wir haben diese reelle Gerade, das ist wirklich große. Und wir werden für jeden Punkt hier haben wir Intervall minus 1, 1.
Und für jeden Punkt gehen wir irgendwo hier. Ja? Und eigentlich, auch wenn diese Gerade wirklich super groß ist, werden keine zwei Pfeile in gleichen Punkt kommen. Das heißt natürlich, bedeutet, dass diese Pfeile gehen dichter und dichter, als wir diesen Endpunkt ankommen. Jetzt die Frage ist, wie ist es mit Surjektivität? Ich habe nicht so viel Platz mehr. So wird das surjektiv. So dafür muss ich fragen, so ich nehme y zwischen minus 1, 1 und die Frage ist, ob ein x gibt, sodass x durch 1 plus x ist y. So ich möchte diese Gleichung lösen für beliebige y aus R. So wenn y gleich 0 ist, dann nehmen wir einfach x gleich 0. Und wir werden dann erst für x positiv das machen, weil wenn wir das schaffen, wenn wir für jede y positiv ein x finden, dann für ähnliche negative y einfach wir statt x minus x betrachten. So wieder kann ich ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur positiv, so y positiv betrachten und deshalb suchen wir x positiv. Und was kann ich jetzt machen? Ich habe x ist gleich 1 plus x mal y. Ich kann das als schreiben, x mal 1 minus y ist gleich y. Und so wir sehen, dass x ist gleich y durch 1 minus y. So wir sehen, für beliebige positive y, beliebige positive und kleiner als 1 y, das ist wohl definiert. Und solche x, wenn man das nimmt und reinsteckt, kriegt man y. Man kann das einfach überlegen, dass wenn wir negative y nehmen, einfach was ändert ist, dass wir hier Betrag nehmen. Das heißt, wir sehen, für beliebige y kriegen wir x. Und das Injektiv ist eigentlich genau eine eindeutige x, sodass das löst. Das heißt, diese Abbildung ist auch surjektiv. Das heißt, das ist eigentlich eine Bijektion zwischen minus 1, 1 und reelle Zahlen. Und die Umkehranbildung ist genau das, ist genau so definiert. So, das ist das zeigt, dass die Bijektion bedeutet gar nicht, dass die Menge gleich groß sind. Wir sehen, dass wir wirklich große reelle Zahlen auch eine kleine Intervall abbilden. Genau. Und bevor wir enden, noch eine kleine Definition so von Mengen. Ich entschuldige mich dafür, aber die letzte Definition ist so, wir haben eine Folge an, für eine Folge, so heißt m und m ist definiert auf die Menge von allen Gliedern in diesem Folge, so an, wo n aus n oder die Folge hier ist, heißt eine unterliegende Menge. Was das bedeutet ist, dass wenn wir eine Folge haben, wir werden einfach nicht gucken, in welche Folge die Glieder kommen. Wir werden einfach nur diese Folge auf die reelle Gerade angucken. Das heißt hier und werden diese Punkte einfach betrachten und das werden wir als sogenannte unterliegende Menge oder das heißt eine unterliegende Menge.